Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever auf der Münchenkarte. So, weiter geht's im Programm. Wir fahren erstmal in den neuen Bauabschnitt. Da hat sich einiges getan. Zur Orientierung, wir befinden uns, also verlassen gerade den Bahnhof Großhesselohe und bewegen uns nun Richtung Höllriegelskreuth. Dort habe ich entstehen lassen, gemäß des realen Vorbildes, ein kleines Industrie- bzw. Gewerbegebiet, was dann tatsächlich auch ein bisschen größer geworden ist. Die Entstehung dessen seht ihr dann in Teilen gleich in der üblichen Bastelzeitraffer und anschließend schauen wir uns das Ganze dann noch im Detail an. Das hier dürftet ihr noch kennen aus der letzten Folge, da sind wir ja schon mal durchgefahren von der anderen Seite aus. Habe ich alles noch ein bisschen aufgehübscht hier mit Autos und Assets und so weiter und so fort. Dann kommen wir jetzt eher so in den ländlichen Bereich. Also bis hierhin habe ich mich noch ungefähr an der Realität gehalten und dann, muss man sich vorstellen, habe ich quasi einen großen Bereich zwischen der letzten Station und eben jetzt Höllriegelskreuth herausgeschnitten und habe das Ganze dann quasi zusammengeklebt. So, jetzt fahren wir auch langsam schon nach Höllriegelskreuth ein. Rechts und links im Bild, das ist alles noch wieder so Thema Einfamilienhäuser, Siedlungen, ja, kleinere Wohnsiedlungen. Und jetzt hier rechts im Bild sieht man schon ein bisschen was von dem Gewerbegebiet und auch die Bürotürme. Kann man schon ganz gut erkennen, hier auf der linken Seite auch. Und dieses Stellwerk, was ich da vorne reingeklebt habe, ich glaube, ich reiße es wieder weg. Da ist in der Realität keins. Ich dachte mir mal kurzzeitig, das passt ganz gut rein, aber letzten Endes ist es doch eher fehl am Platz, würde ich sagen. So, jetzt seht ihr hier auch schon ein bisschen was von dem Gewerbegebiet. Auf der rechten Seite inklusive Werksbahn, selbstverständlich. Gut, dann stoppen wir hier an der Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach der Bastelzeitraffer wieder. Viel Vergnügen damit, Mats.
So viel dazu. Okay, dann schauen wir uns das Ganze vielleicht erstmal in der Totalen an, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Das hier unten ist eben der S-Bahnhof Höllriegelskreuth entlang der S7, wenn ihr euch das anschauen wollt. Was die Gebäudesetzung angeht, da habe ich mir wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben und mich etwas näher am realen Vorbild orientiert. Also das hier müsste man ein bisschen einigermaßen erkennen können. Dieser ganze Block hier, das sind, ich glaube, eher Bürogebäude alles. Genauso wie hier drüben dieser ganze Block. Das ist einfach alles so ein Gewerbegebiet mit viel Industrie und eben vielen Bürogebäuden. So, das ist einfach Wohngebiete, kommen dann eher hier drüben. Hier wird eher Geld verdient. Ich habe dann allerdings auch schon, jetzt weiß ich nicht, ob es bei denen hier auch der Fall ist. Nee, aber ich habe da jede Menge Wohngebäude auch noch platziert, werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Den habe ich versehentlich von Anfang an, Kapazität zugewiesen. Bislang habe ich keine Probleme mehr damit und die Kapazität ist auch noch relativ gering, aber das hat schon dazu geführt, dass hier in diesem ganzen Bereich jetzt doch schon relativ viel Betrieb herrscht, auch wenn man das jetzt im Moment nicht so wirklich erkennen kann. Ja, ist auch keine Kunst, weil die Anlage gar nicht läuft. So. Aber hier ist einfach schon so ein bisschen Verkehr. Ich habe natürlich auch wieder mit Besuchermagneten gearbeitet. Und das gefällt mir eigentlich insgesamt schon recht gut. Ihr seht schon, hier laufen doch eine ganze Menge Leute durch die Gegend. Ich vermute mal, die wollen hier rüber zu dem Wertstoffhof. Dann steigen wir da vielleicht auch direkt ein, wenn wir uns jetzt mal die Details zu Gemüte führen. Genau, hier klebt irgendwo der Besuchermagnet. Deswegen kam da jetzt auch gerade der VW Käfer raus. Naja, also jetzt nichts Besonderes bislang. Vielleicht mache ich ja auch noch irgendwie einen kleinen Zaun außenrum. Dieses Gebäude gibt es allerdings so in der Realität dort schon. Das hat allerdings rote Dächer, wenn ich es gerade noch richtig auf dem Schirm habe. Aber das hat jetzt einfach von der Form her und auch von der Art des Gebäudes hat das ganz gut reingepasst. Wie gesagt, Thema Wertstoffhof. Hier parken die Leute, bringen ihren Scheiß dahin. Hier sind irgendwie ein paar Arbeiter gerade im Gespräch und beraten irgendwas, was auch immer. Habe hier eben die Container-Assets genommen. Ja, wir werfen einen kurzen Blick rein, eben die hier unter Goods einsortiert sind. Und der Container, da haben wir verschiedene Varianten drin. Da ist dieser Schutt-Container mit drin, da sind diese Container mit drin. Und wenn ich jetzt gerade noch spontan finde, wo die anderen einsortiert sind. Genau, unter Schüttgut haben wir da auch ganz verschiedene. Und das geht ja alles allemal gut durch bei einem Wertstoffhof. So viel dazu. Dann gehen wir mal rüber in den Bahnhofsbereich. Hier eben Parkmöglichkeiten. Ich habe das auch so ungefähr so angeordnet, wie es der Realität entspricht. Hier drüben genauso. Ui, okay, der Besuchermagnet zieht aber ordentlich. Nicht schlecht, okay, gefällt mir gut. Coole Sache. Darf es nur nicht übertreiben damit. Aber so ist das schon okay. Sehr, sehr cool. Behalten wir vielleicht gerade mal einen so ein bisschen im Blick. Den Herrn Braun hier. Wo der denn da wirklich hingeht. Aber ich vermute mal, dass die alle zu den Besuchermagneten im Wertstoffhof reisen. Auch wenn das jetzt in dem Fall natürlich eher wenig Sinn macht, dass die da alle zu Fuß hingehen. Aber sei es drum. Mal weiter im Programm. Hier auch einfach der übliche Kram. In Bahnhofsnähe einfach ein kleines Kiosk, auch wenn das jetzt hier ein Supermarkt ist, aber ist ja egal. Hier nochmal ein kleines Kiosk, Toilettenhäuschen um die Ecke geparkt, damit es hier nicht so stinkt. S-Bahn-Schilder und die üblichen Deko-Assets einfach hier, das Ganze schön eingezäunt. Ein paar Reklametafeln aufgestellt und eben jede Menge Figürchen an den S-Bahnsteig gestellt. Und Junge, Junge, hier ist richtig Betrieb. Gefällt mir, ist mir, also ich habe gestern da noch rumgebastelt, da war ja noch nicht so viel los. Coole Sache. Okay. Bahnhofsbereich. Mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Ich lasse es mal noch kurz so stehen. Wie gesagt, das sollte man wiedererkennen können, so einigermaßen. Das sind halt irgendwelche Bürogebäude, da sind irgendwelche Firmen ansässig. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal eben dieses besagte Industriegelände an. Gehen mal hier so hinein und schauen uns einfach direkt mal die Werksbahn an. Das habt ihr sowieso in der Entstehung gesehen. Ich habe das hier alles verkleidet. Ich finde, das passt sehr, sehr gut bei so einem Thema Werksbahn. LKWs verkehren hier auch schon jede Menge. Wir schauen uns auch gleich nochmal kurz die Linien an. Da drinnen habe ich auch versucht, so ein bisschen was zu inszenieren. Ne? Also, ist natürlich jetzt nicht wirklich schön, aber zur Erklärung, die LKWs, die fahren eben ganz hier durch bis in den letzten Bereich. Wenden dann hier
Und haben hier irgendwo drin, genau, habe ich einfach so Haltestellen reingeklebt. Damit ich hier einfach so dieses Bild habe, dass die hier reinfahren und auf der anderen Seite rausfahren. Damit hier einfach ein bisschen Leben in die Bude kommt. Ich weiß, das benutze ich öfter mal, das Wort. Ausgeholfen habe ich mir halt mit dieser Straße hier, weil das einfach diejenige ist, die hier am besten reinpasst. Ah, kurze Wasserstandsmeldung. Martin Braun ist jetzt mit der S-Bahn unterwegs. Gefällt mir natürlich gut. Und wie man sieht, der fährt hier halt so ein bisschen durchs Tor durch. Sei es drum, besser habe ich es einfach nicht hinbekommen. Aber das passt schon, denke ich. Hier habe ich einfach versucht, so ein bisschen was zu inszenieren. Also innen drin halt, habe ich halt auch noch nie gemacht in der Form. Ist mir jetzt so semi-gut gelungen, gebe ich zu. Geht sicherlich besser, aber es ist ja schon ganz nett geworden. Vor allem gerade, wenn man von draußen reinschaut, dann ist das halt nicht so leer. Und es erweckt halt schon den Eindruck, dass es eben nicht, also keine Werkstatt, kein Betriebswerk, kein Depot ist, sondern halt eher irgendwie so ein Industriedingens mit irgendwie einer Abfüllanlage. Auch wenn das natürlich wenig Sinn macht, dass die hier irgendwelche Flüssigkeiten in die Container reinkippen. Sei es drum. Die V60 habe ich mir jetzt endlich gegönnt. Ist mir vor ewigen Zeiten schon verlinkt worden. Eigentlich aus Train Fever, aber mit dem Converter funktioniert das natürlich wunderbar. Und wie ich finde, eine wunderschöne Lok. Gerade hier mit den Treibstangen unten. So, und da habe ich irgendwie Mist gebaut mit der Signalsetzung. Okay, ist egal. Werde ich bei zugegebener Zeit noch fixen. Okay, gehen wir das Gelände gerade noch kurz durch. Da habe ich eben diese Yard-Beleuchtung verwendet. Und ansonsten ist es auch eigentlich der übliche Kram. Nichts Neues an der Stelle, würde ich sagen. Hier mal so ein bisschen Thema Chemiewerk mit den ganzen Tanks. Das hat mir ganz gut gefallen. Hier so ein paar Rohre auch noch manuell verlegt, damit das Ganze ein bisschen schöner wirkt. Hier an das Depot habe ich halt einfach ein paar Lagerhallen dran geklebt. Hier ein paar LKWs geparkt. Wie auch sonst überall auf dem restlichen Gelände. Hier verrichtet mal wieder eine Köpf ihren Dienst. Passt natürlich auch wunderbar auf so ein Gelände, auf so einer Werksbahn. Hier einfach ein paar so kleinere Elemente zusammengeklebt. Gibt es hier drüben noch irgendwas Besonderes? Ein paar Container hingestapelt. Die Schenkehallen halt verwendet. Das kann man ja auch immer gut machen. Ach, jetzt ist er doch rausgefahren. Naja, das wird dann schon passen. Hätte mich auch gewundert, weil die sind ja hier schon ein paar Mal im Kreis gefahren inzwischen. So, dann schauen wir uns den restlichen Bereich mal an. Das meiste davon ist tatsächlich Freestyle entstanden. Bis auf ein paar Gebäude. Also das hier hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Das hier normalerweise auch, wenn man sich das auf der Karte ansieht. Geografisch habe ich das auch einigermaßen korrekt hinplatziert. Das hier sollte auch, also dieser ganze Block, sollte auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Wir schauen gerade nochmal auf Martin Braun. Ich kann es aber nicht sein. Der ist jetzt in Sollen angekommen, wie mir scheint. Da wohnt er dann wohl auch irgendwo in der Nähe. Ja, cool. Okay, ich schweife ab. Das hier ist zum Beispiel Linde, also die Firma Linde Gas, glaube ich. Habe ich auch ungefähr so von der Gebäudeanordnung, das sieht nun mal tatsächlich so aus in der Realität, habe ich das einigermaßen so hingekleistert hier. Genauso wie den Bereich, da habe ich mich auch einigermaßen am realen Vorbild orientiert. Und hier geht dann halt schon auch der Wohnbereich los. Und dann schauen wir hier drüben gerade nochmal. Das sah mir auf Google Maps bzw. Earth eher nach einer Baustelle aus. Dann habe ich hier halt mal so das Thema Bauhof aufgegriffen. Noch nicht sonderlich detailreich, aber ich finde, das passt auch ganz nett rein. Kann man mal so machen. Ihr seht schon, der parkt hier auch nicht, sondern der hat tatsächlich eine Linie. Die Schüttgutlinie habe ich die jetzt mal genannt, damit ich das alles auseinanderhalten kann. Und was haben wir hier drüben noch? Ach genau, die Hobbywerkstatt. Da habe ich auch einfach wieder ein Depot reingeklebt, damit ich hier auch gleichzeitig die Möglichkeit habe, Fahrzeuge zu bestellen. Und hier ist aber tatsächlich so eine kleine Hobbywerkstatt in der Ecke. Muss ich halt noch ein paar Autos reinwerfen und ein paar Figürchen reinstellen und all sowas. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man das schon so machen. Ja, verschiedene Werkstatthallen, wo die Leute an ihren Karren rumschrauben können. Hier ist halt so die Wertstoffsammelstelle, wo Mülltrennung betrieben wird und dergleichen. Und einiges an Parkräumen halt auch geschaffen. Hier zum Beispiel, der meine ich war auch geografisch ziemlich korrekt. Das hier drüben dann eher schon wieder nicht. Hier muss noch eine Tankstelle hin, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Die wäre, glaube ich, in der Realität sogar hier drüben, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ich habe es gerade nicht geöffnet.
Aber ich werde sie dann wohl hierhin kleistern. Das müsste ja locker reichen vom Platz her. Ich denke, das werde ich dann quasi in Echtzeit aufnehmen und dann im nächsten Clip noch mit reinschneiden. Einfach. Das möchte ich auch in Zukunft öfter machen. Also auch während den Folgen dann mal wieder so ein bisschen in Echtzeit basteln. Die Zeitraffer wird es natürlich trotzdem geben, aber immer mal wieder so ein Thema aufnehmen, aufgreifen, wie zum Beispiel jetzt die Tankstelle. Dann habe ich ein Freibad noch im Hinterkopf, was ich umsetzen möchte. Und all solche Sachen, die ich halt noch nicht wirklich gemacht habe, das werde ich dann auch mal wieder in Echtzeit machen und mit in den Clip einbauen. Wird dieses Mal aber noch nicht passieren. Irgendwie bin ich gerade nicht in Bastellaune. War einfach ein langer Tag und es ist schon relativ spät. Merkt man mir vielleicht auch an. Ja, super, das funktioniert echt wunderbar. Die kommen wahrscheinlich alle von hier drüben. Ich hatte es ja schon erwähnt. Die müssten auch alle so ein bisschen Kapazität haben, die Gebäude. Nee, das jetzt nicht. Aber alles, was ich hier so neu dazu gebaut habe, noch. Hier drüben, glaube ich. Also hier sind auch definitiv. Okay, die haben keine Kapazität. Aber irgendwelche Gebäude hier drüben haben auf jeden Fall Kapazität. Weil hier sind definitiv noch keine Besuchermagneten verbaut. Die sind also tatsächlich einfach so unterwegs, die Leute. Sehr cool, freut mich. Coole Sachen. Okay, dann fliegen wir vielleicht von der Seite nochmal drüber. Den Martin Braun lassen wir jetzt mal. Martin, der ist immer noch nicht zu Hause. Das ist ja schon faszinierend. Also nicht schlecht. Der ist richtig lange unterwegs. Finde ich geil, wenn die so lange Strecken zurücklegen. Also super. Genauso hatte ich mir das ja vorgestellt. Okay, wir fliegen hier aus der Richtung vielleicht gerade nochmal drüber, damit man das einfach nochmal ein bisschen betrachten kann. Machen wir den ganzen Käse mal wieder weg. Und den Martin Braun lassen wir Martin Braun sein. Hat mir gut gefallen an der Stelle, dieses Thema mal wieder aufzugreifen. Auch quasi so als kleines Warm-up für das MAN-Werk, was ich dann, ja, ich sag mal, demnächst noch entstehen lassen möchte. Wenn wir hier in der ganzen Ecke dann endlich mal fertig sind. Was wahrscheinlich tatsächlich nur noch eine Folge wird, weil hier fehlt einfach, wenn wir mal da runterblicken, da hinten. Das ist die einzige Station, die jetzt noch hier gebaut werden muss. Und ansonsten ist die S7-Linie soweit tatsächlich schon fertiggestellt. Hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch relativ schnell über die Bühne geht. Gefällt mir. Okay. Werfen wir vielleicht gerade noch einen Blick auf die Linien. Ist ja nicht ganz unerheblich. Schauen wir mal, dass wir uns nur. Und ich stoppe das Ding jetzt auch mal. Jetzt sind wir schon 1992 angekommen. Ich halte das gerade mal an. Wobei, ich muss es ja auch nicht speichern, wenn eh nichts gebaut wird. Mal nur die LKW-Linien, nur die sichtbaren einblenden. Das sind hier in dem Bereich, hier habt ihr einfach Höllriegelskreuth, HRK und dann eben durchnummeriert, damit das irgendwie Sinn ergibt. Sechs Linien insgesamt. Die hier fährt tatsächlich bis Riem runter. Und wenn ich die Strecke dann mal, also entlang der Strecke, das alles so ein bisschen ausgebaut habe, werden wir da auch mal komplett mitfahren. Das wird auch eine richtig lange Nummer. Dann lasse ich es jetzt doch wieder laufen, damit man da auch ein bisschen was sieht. Und ihr seht schon, also wir führen einfach doch relativ viele Linien rein, was natürlich dazu führt, dass hier immer so ein bisschen Betrieb ist. Da werden immer wieder LKWs rein und rausfahren. Das Ganze in Kombination mit der Werksbahn, die hier unterwegs ist, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das ist auch ganz nett geworden hier, der Übergang mit den Andreaskreuzen und den Arbeitern, die da stehen. Und alles ein bisschen eingerahmt hier mit den Zäunen. Fällt mir ausgesprochen gut. Also wenn ich auf die Linien irgendwie explizit nochmal eingehen soll, dann lasst mich das einfach wissen in den Kommentaren. Aber ich meine, ihr seht schon, das ist alles kein Hexenwerk. Die parken eben alle an diesen, ja, wo haben wir denn gerade eine? An diesen kleinen Güterstationen hier. Da lasse ich sie einfach in der Regel eine Minute warten und dann fahren sie weiter. Manchmal haben sie auch mehrere Stationen auf dem Gelände, dass zum Beispiel mal einer hier reinfährt, da drinnen eine Minute wartet und dann vielleicht hier drüben nochmal irgendwie eine Minute wartet. Dass die LKWs einfach eine Weile auf dem Gelände unterwegs sind, so. Wenn wir da jetzt mal die Linien ausblenden und den ganzen anderen Käse auch. Ich lasse es einfach gerade mal so ein bisschen hier stehen und wirken. Wäre natürlich noch nett, wenn sich jetzt die Werksbahn noch in Bewegung setzen würde. Aber ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Und da wird es natürlich auch einfach noch ein paar bewegte Bilder geben. Jetzt dann am Wochenende, am Samstag in der Folge, werde ich hier einfach ein bisschen was zusammenschnibbeln. Der wartet aber ganz schön lang hier drüben. Ist das überhaupt korrekt? Entschuldigung, mal gerade meine Linie reinschauen. Wartezeit 1 Minute. Okay, das passt schon. Nö, nö. Ah ja, jetzt dreht er sowieso um. Macht sich wieder auf die Reise. Dann schauen wir ihm doch gerade aus so einer Perspektive gerade mal zu.
schön. Die Köf ist sowieso überragend, habe ich ja schon erwähnt. Und die V60 ist auch echt ein schönes Teil. Richtig tolle Lok. Gefällt mir sehr, sehr gut. Yeah. So hatte ich mir das vorgestellt. Und die Signale, da habe ich jetzt einfach mal die Standard-Vanilla-Signale verwendet. Dachte mir, das passt eigentlich ganz gut auf so ein Werksgelände. Da werden ja wahrscheinlich keine deutschen Bahnsignale rumstehen. Aber wenn da überhaupt solche Signale stehen, ich könnte mir vorstellen, dass die eher so Zwergsignale verwenden. Aber das passt schon. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Mein LKW ist noch durch. Was gibt's sonst noch zu sagen zu diesem Bereich? Eigentlich nicht viel. Okay, die Wälder habe ich halt auch noch gesetzt hier entstehen lassen. Das wird auch noch so ein bisschen ausgearbeitet, aber halt jetzt auch nicht mit einem wahnsinnig großen Detailreichtum. Ich werde immer mal wieder, gerade wo es so in die Wälder reingeht, hier so in solchen Bereichen mal kleine Parkplätze hinsetzen. Sicherlich auch mal so eine kleine Waldwirtschaft oder sowas, einen kleinen Teich und irgendwie das ein oder andere Jagdgebäude oder irgendwie sowas. Was mir halt gerade einfällt. Vielleicht fahren wir auch gerade nochmal mit einem LKW mit übers Gelände. Okay, der fährt da rein. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Jetzt hätte ich an der Stelle am liebsten einen, der einfach einmal quer durchs Gelände fährt. Nehmen wir bei dem hier gerade mal Platz. Und mehr davon gibt es natürlich dann für die Wochenendfolge noch. Da werde ich ein bisschen was in Szene setzen. Und mal so die ein oder andere LKW-Mitfahrt mit einbauen. Ja, links ein bisschen unsauber gearbeitet, da wuchern die Bäume so ein bisschen in den Schallschutz bzw. in den Zaun rein. Ja, aber okay, die Bäume gehören ja zu der Straße. Mal schauen, ob ich das nochmal ausbessere. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Der müsste dann eigentlich auch gleich auf das Industriegelände hier einbiegen. Also ein bisschen leblos noch die Ecke, also hier zumindest in dem Bereich. Da müssen halt einfach noch ein paar Figürchen hingestellt werden. Zwei, drei Autos parken, das reicht in der Regel. Ein paar Bäumchen hinstellen. Aber das hier drin, das Gelände, mit dem bin ich schon weitestgehend recht zufrieden. Ja, hat auch ein bisschen Arbeit gekostet, ein bisschen Zeit gekostet. Okay, wartet der jetzt hier tatsächlich eine Minute? Das müssen wir uns natürlich nicht geben. Nee, ich denke, ich habe jetzt auch alles gezeigt an der Stelle. Ich würde sagen, für die Wochenendfolge schneide ich einfach noch ein bisschen was zusammen. Da gibt es dann ordentlich was zu sehen. Ich glaube, das wird mir genügend Material hier liefern. In der nächsten Folge, ich denke, dass wir dann diesen Bereich hier fertig bekommen. Das werde ich dann in der nächsten Folge präsentieren. Und dann haben wir die S7 auch endlich fertiggestellt. Können wir uns da auch mal so eine richtig ausgiebige Mitfahrt gönnen. Also wenn wir uns das gerade mal anschauen, das wäre dann von hier entlang der Strecke, hier führt die Strecke runter, Solln, Heimeramplatz, Harras, Mittersendling. Also die Strecke können wir echt bis zum Hauptbahnhof eigentlich folgen. Schon eine sehr, sehr coole Sache. Gefällt mir. Doch echt gelungen, der Bereich. Genau, und Thema Land wird auch nochmal, vielleicht ein kleines Sneak Preview an der Stelle. Zu viel möchte ich jetzt aber noch nicht zeigen. Deswegen betrachten wir jetzt isoliert tatsächlich auch mal nur diesen Bereich hier. Das ist übrigens der Lieferant und da kommt auch schon der nächste, der bringt Biernachschub. Und ihr seht schon, das hier ist einfach, naja, ein Gastrobetrieb. Also ich stelle mir halt vor, dass das mal so ein altes Gehöft war, das ist ja auch hier mitten, also noch von Feldern umgeben, aber wie das ja oft so ist, das lohnt sich halt irgendwann nicht mehr. Und es ist ja nicht unüblich, dass solche alten Bauernhöfe, solche alten Gehöfte dann eben irgendwelche Restaurants werden. So, und dieses Thema habe ich mir halt so ein bisschen aufgegriffen und versucht so ein bisschen umzusetzen, auch inklusive Lieferantenverkehr. Kommt auch ein Auto angefahren, also das heißt, Besuchermagneten sind hier natürlich auch am Start. Weiß gar nicht, ich glaube, dass die auch schon ein bisschen Kapazität haben. Naja, genau, den habe ich auch einfach ein bisschen Kapazität zugewiesen. Und dieses Zusammenspiel aus den Kapazitätshäusern, sage ich jetzt mal, und den Besuchermagneten, das funktioniert natürlich 1A. Also ich bin echt ziemlich begeistert. Ja, sehr, sehr cool. Und ja, in diesem Thema wird es in der nächsten Folge auch noch ein bisschen was geben. Einfach so Thema Land. Ihr seht schon, da drüben ist auch nochmal so ein kleinerer Bauernhof, da drüben auch.
hat sich einfach so angeboten, hier in der Ecke das so aufzufüllen, sozusagen. Da drüben, diesen Bereich werde ich in der nächsten Folge auch nochmal kurz ansprechen. Das ist halt noch nicht wirklich fertig. Größtenteils schon, aber da fehlt noch ein bisschen was. Und das hier muss ich halt auch noch fertig machen. Und mehr wird es da auch nicht geben, siedlungsmäßig. Ich denke, den Rest, den werde ich so größtenteils mit Wald auffüllen. Und dann muss ich mir sowieso langsam Gedanken machen, wie ich hier weitermache. Nicht, dass ich den Wald dann zu weit nach da oben wachsen lasse und dass ich dann keinen Platz mehr hier für den Stadtteil Pasing habe. Also da muss ich jetzt dann nochmal ein bisschen in die Planungsphase gehen und mir wahrscheinlich auch nochmal eine Autobahn verlegen oder sowas, dass ich irgendwie einen Orientierungspunkt habe. Dann kommt hier auch die Strecke. Da habe ich auch echt noch keinen Plan, was ich damit mache. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine S-Bahn-Strecke wird oder eine Fernverkehrsstrecke. Aktuell fahren da einfach die Züge zum Hauptbahnhof hin und her und wenden da auf einer Spitzkehre hinten. Muss ich mal schauen, was ich damit mache. Ich vermute fast, dass ich die hier irgendwie runterbiege und dann schaue ich mal, was Sinn machen würde, stationsmäßig. Muss ich mal schauen. Okay, dann soll es das gewesen sein für diesen Bereich. Für die heutige Folge bewegte Bilder gibt es jetzt nicht mehr hinten dran. Stattdessen davon halt ordentlich was für die Wochenendfolge. Eine Sache vielleicht noch. Wir schwingen uns gerade mal nach Allach rüber. Da habe ich jetzt die Info bekommen. Das wollte ich natürlich gerne noch nachliefern. Und zwar dieses Ding, was ich mir hier reingezogen habe, wo ich gedacht habe, dass das Ganze irgendwie so ein Gerüst ist, wo Sensoren und Messgeräte und sowas drinstecken. Nein, ich habe das Ding auch ein bisschen falsch platziert. Eigentlich würde das hier auf der anderen Seite verlaufen. Und das ist einfach ja die Laufschiene für einen Portalkran, der sich hier drüber spannt. Also der läuft auf der einen Seite halt quasi am Gebäude entlang, hat dort seine Laufschiene und auf der anderen Seite steht halt einfach dieses Ding. So, habe ich nicht gewusst. Wurde ich freundlicherweise darauf hingewiesen, umbauen wäre ich es jetzt wohl nicht mehr. Das wäre einfach zu aufwendig. Und es bringt ja auch nichts, weil ich ja keinen Portalkran in dem Sinne habe, den ich da irgendwie drauf montieren kann. Das wird auch von der Höhe her gar nicht passen. Ja, wobei, es könnte sogar gehen. Na, vielleicht überlege ich mir nochmal was zu dem Thema. Aber natürlich vielen, vielen Dank für den Hinweis. Coole Sache. Freue ich mich schon immer sehr drüber, wenn sowas reinkommt, wenn sich dann sogar die Leute noch Mühe machen und dann ein Bild rausziehen und das sogar noch beschriften. Also echt mega, mega cool. Deswegen, sorry an der Stelle, ich werde es wohl nicht mehr großartig umbauen. Das ist jetzt einfach schon fertig und wenn ich das jetzt wieder abreiße, dann muss ich da so viel umbauen wieder. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Seht's mir nach. Gut, dann soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach wieder einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr Lust habt, schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis dahin.